So, meine Freunde, es geht weiter mit Let's Play Metal Gear Solid Snake Eater. Ja, hier bin ich beim letzten Mal stehen geblieben. Und ich habe hier dann irgend so ein komisches Ding hier gefunden in diesem Schrank. Therm G, was? Ach so, das ist eine Thermalbrille. Damit kann ich mich entweder im Dunkeln sehen oder dieses Infrarot einschalten. Aber das Komische ist, dass in diesem Haus niemand ist. Also da ist niemand drin. Sorry, I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me! Hinterhalt. Große Klasse. Get down! Okay. There is your answer. The name's Eva. Freut mich, Eva. Bisschen Fanservice. Snake, wir haben eine Mission zu erledigen. Das andere können wir später besprechen. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes. Why? Because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. .45, huh? Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized.
you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe, then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although, in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Na schön. Dann werden wir das auch so machen. Erstmal speichern. Und dann kann sich Snake richtig schön erholen. Thank you.
Oh. Okay. What's the matter? We're surrounded. I see four of them. We've got company. It's the Ocelot unit. Let's get out of here. Hurry. Don't forget your gear. Here, give me a hand. We can use this to get to the basement. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay. I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. Alles klar. Jetzt müssen wir nur noch die Feinde eliminieren. Es gibt 8 von ihnen. Weißt du was? Ich nehme denselben Ausgang, den sie auch genommen hat. Ich versuche die mal jetzt mal aus dem Hinterhalt anzugreifen. Wenn es auch klappt. Okay, die haben den Raum da mit Blendgranaten beworfen. So, versuchen wir es mal. Oh, verdammt. Where'd he go? Okay, einer am Boden. Perfekt. Soweit, so gut. Ups. Da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Oh, was ist das denn hier? Face Zombie. Okay, Gesichtsbemalung oder was? Müssen wir gleich mal ausprobieren. So, 5 Feinde sind noch übrig. Oh! Ganz vorsichtig. Puh. Das war knapp. Move! What's wrong? Where did he go? Okay, einen habe ich auch noch erwischt. Sag mal, wie viele halten die noch aus? Das kann nicht wahr sein. Na schön, die wollen es nicht anders. Dann mache ich es eben auf die alternative Art und Weise. Auch wenn das jetzt nicht so sicher ist. Smoke Grenade, sehr schön. Ja, los, kommt her.
schon besser. Dankeschön. Gut zu wissen. Und tschüss. Ich muss mal mich heilen. Bandagen. Okay. Muss was essen. Damit er wieder zu essen kommt. Den Film kennen wir schon, brauchen wir nicht anzugucken. Ja, die zwei lasse ich noch für schlimme Zeit noch da. Man kann nie wissen, was hier passiert. Ah, okay. Weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwie warten oder so, aber nein. For this moment. Oh, der schon wieder. That's it. That's the stance. I don't think so. What? A female spy? This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. We'll see. Nicht mal geladen, meine Güte. Six shots. The Makarov carries eight. You have to get a feel for how many you have left. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! This isn't over yet. Sie hat auf jeden Fall Skills, das muss man ihr lassen. Sehr schön, dann begeben wir uns jetzt dorthin, wo sich das Tor dort geöffnet hat. Also dieser Ocelot, oder wie auch immer der heißt, der muss mal aufhören, richtig oft hier Westernfilme anzuschauen. Der Kerl hat nicht mal seinen Revolver geladen, ey. In einer anderen Position wäre er schon tot, so oder so.
Ah, oh, meine Güte. Gibt es hier irgendetwas, was ich aufsammeln könnte? Außer Schlangen. Und ich habe nur noch 6 Kugeln im Lauf. Blöde Schlangen. So, ich glaube, ich habe so ein Gefühl, dass ich hier schwimmen muss, aber da sind Alligatoren auch da drin. Ich pass lieber auf. Alligatoren, meine Güte. Na, was jetzt? Snake, are you there? Eva? Did you miss me? Did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulgan? In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traitors have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking, until I went to work for the NSA. And one day, I found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment. And by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth, then? It's hidden in the lies. Are you lying, too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.52. See ya. Okay. Ja, Eva ist ein interessanter Charakter, das muss man ihr lassen. Aber wie schon Snake sagt, wir kennen sie nicht so gut. Deshalb müssen wir auf jeden Fall aufpassen, wenn wir ihr vertrauen. So, der Soldat hat gesagt, dass hier Minen sind. Hab ich nichts anderes mehr? Ja, ich habe noch die MK22.
Aber das ist eine Betäubungspistole und keine richtige Pistole. Ich weiß nicht, ob mir das richtig stark helfen wird. Zigaretten brauchen wir nicht. Rauchen ist ungesund. Ah, sieh einen an. Das kann man sogar vernichten. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass... Okay, das sieht jetzt richtig komisch aus. Kann ich das zerstören? Und da haben wir es. Ah ja, ich sehe da. Claymores. Schon komisch, dass die Sowjets amerikanische Minen haben. Okay, das klappt nicht. So, wir haben da Zombie bekommen. Okay, also damit sieht das schon auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Ganz vorsichtig. Nichts, nichts. Hier ist niemand. Ich sehe da ein Loch. Perfekt. Nee. Ich mache das lieber jetzt auf die sichere Art und Weise. Ich will jetzt keine Munition hier verschwenden. Uniform, Chocochip. Chocochip. Schokoladenuniform oder was? In der Wüste oder Gebirge. Ach so, okay. Das müssen wir uns mal merken. Funktioniert gut in Wüste oder in Gebirgen. Ich werde ausrasten, wenn ich hier jetzt gleich so eine Wüstenlandschaft kommen wird, weil das ist Russland und dort gibt es keine Wüste. Face Snow. Okay, noch eine weitere Gesichtsfärbung. Ganz vorsichtig. So, komm her. Speak. I don't have anything. Okay, wenn du nichts hast, dann habe ich keinen Nutzen für dich. Aber ich muss deine Leiche verstecken. So. Oh. Ah, okay, Kugeln. Das ist gut. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Vielleicht kommt er hier rein. I hear footsteps. Huh? I hear something. Komm mal rein, komm mal rein. What
What's wrong? Überraschung. Answer me. To the north. Okay, das war hilfreich. Was gibt's hier so? Okay, Schalldämpfer. Kugeln. Mäusefeule. Ich habe gehört, dass man mit Mäusefallen hier verschiedene Tierarten fangen kann, damit man statt die mit Messer oder sonstiges zu jagen, kann man hier Mäusefallen aufstehen und damit besser die Tiere jagen. Wir schnappen uns gleich diesen Kerl da. Vielleicht hat er etwas für uns. Perfekt. Answer me. Aus meiner Sprache. Listening to the radio can be relaxing. Okay. Speak. Radio 148. 14839. Irgend so ein Radio. Er hat auf jeden Fall gesagt, wenn man das Radio anhört, fühlt es sich erleichtert an. Kann ich etwa damit meine Gesundheit heilen oder was? 14839, das muss ich mir merken. Steht noch einer. Answer me. The provision storehouse is destroyed. Anscheinend passiert irgendetwas, wenn wir den Warenlager vernichten. Beziehungsweise den Nachschublager. Okay, hier kann ich nichts mehr machen. Gibt's da auch noch etwas? Oh! Verdammt. Wo kommt der denn jetzt her? Okay, er hat wieder Hunger. There's nobody here. Boah, das war knapp. Speak. Destroying the armory will. Okay, hier können wir auch also ihren Waffenlager auch vernichten. AK-47. Sehr schön. Ich würde das gerne jetzt mal ausrüsten für alle Fälle. Wir versuchen mal was. Diese Hütte sieht mir wie ein Nachschublager aus. Weil die haben hier alle die ganze Provision und so weiter und so fort. Und wir versuchen mal den Helikopter jetzt mal zu zerstören. Wenn das nicht klappt, dann, ja, dann haben wir einen Fehler gemacht. So. Disco. Hey, das hat sogar geklappt. So, essen wir mal was. In der Tat. So. Ich nehme mal die AK. So, jetzt raus hier.
Nicht der schon wieder. Ah, you're here at last. Looks like the boss's info was right. Twice now you've made me taste bitter defeat. Disappoint the Cobras, but you're mine now. All of you, leave us. It's just you and me. No one to get in our way. Ocelots are proud creatures. They prefer to hunt alone. Nicht schlecht. This time I've got 12 shots. Okay, er will also mit uns sich jetzt duellieren. Das mache ich sehr gerne. Selbst schuld. Hey, das ist jetzt aber richtig unfair, ne? Von zwei Seiten anzugreifen. Blöde Mistkerle. War Bienen gefährlich. Das war jetzt gerade nicht ein passender Augenblick hier nachzuladen. Wie viel hätte noch aus? Ja, komm schon. Na, warte. Perfekt. Damn it. He found us. Wer? Oh,
diese Hornissen. We'll meet again. Wer auch immer das war. Okay, wir befinden uns jetzt in irgendeiner Höhle. Ja, Snake, da hast du auf jeden Fall einen richtig guten Platz hier gefunden. Snake, are you okay? Snake! Major. Snake. Are you all right? You're not hurt? No. That was a hell of a drop, but I'm fine. Looks like there's no way back up, though. I see. Well, anyway, it's good to hear you're not injured. Slipping and falling may not have been part of the plan, but getting into that cave was. Proceed further into the cave. The cave seems to be structured like a maze, but there's an exit somewhere. Find a way out of the cave and head for the aqueduct. All right, but it might take me a while to get through this cave. Are you hurt? No. Is it the enemy? Did they set a trap for you? Not that either. Then what is it? It's dark in here. Dark? Yeah, there's no light anywhere. I should have brought a flashlight with me. So what you're saying is that it's going to take you a while because you don't have a flashlight. Right. Snake, if you don't have a flashlight, you should be looking for a substitute. I tell you, American soldiers these days rely too much on ready-made equipment. Here we go again. What was that? Nothing. American soldiers rely too much on ready-made equipment. And not only that, they can't seem to grasp that one piece of equipment can have multiple functions. Back when I was in the SAS, we never had that problem. Machen das heutzutage nicht alle Soldaten? Nicht nur die Amerikaner machen sowas. You don't have a flashlight? Look for something else. You need to develop flexible, innovative thinking if you want to. Hey, are you listening to me? Yeah, of course I am. First, take a look at what you're carrying with you now. Don't you have anything that can provide you with some light? Wenn ich nur wüsste, womit. Wenn ich nur wüsste. Gut, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Play Metal Gear Solid Snake Eater. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird weitergehen.